Wir glauben, dass eine gewaltige Flutwelle der Segnungen Gottes auf uns zukommt. Es gibt so viele Verheißungen, die der Herr uns gegeben hat für das, was er tun möchte. Ströme lebendigen Wassers, die auf uns zukommen. Ein geistlicher Tsunami im besten Sinne, wo wirklich Dinge verändert werden und das Reich Gottes mit Power, mit Macht, mit Kraft durchbricht. Wir haben nun auf dem Herzen, eine Konferenz durchzuführen, die genau diesen beginnenden Aufbruch, diese Bewegung Gottes zum Thema hat. Und wir haben empfunden, dass wir sie drängender Strom nennen sollten. Drängender Strom. Das basiert auf einer Bibelstelle in Jesaja, wo es heißt, dann werden sie den Namen Jahwes fürchten, vom Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang, seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen wie ein drängender Strom, den der Hauch Jahwes vorwärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treuebruch umkehren, spricht Jahwe. Der Hauch Gottes, das ist eine Bezeichnung für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der einen drängenden Strom auf uns zukommen lässt. Das ist genau das Bild, was wir hatten und wo wir uns freuen, dass das wirklich jetzt beginnt und schon begonnen hat und wo wir einfach weiter hineingehen wollen. Wir haben zu dieser Konferenz einige super Geschwister eingeladen, die mit uns das gemeinsam durchführen werden. Da ist Monika Hümst-Schröder, die genial im Flaggentanz ist und selber Banner näht und Flaggen. Sie wird einen Workshop darüber haben. Da ist Hermann Schneider, der über Schofa lehren wird in einem Workshop. Und wir werden viel das Schofa einsetzen. Es ist ein Zeichen für den Durchbruch. Es ist ein Zeichen für einen Neuanfang. Es ist eine Proklamation in die geistliche Welt. Holger und Claudia Gensmer werden ein Prophetie-Seminar machen, wo es um Prophetie geht. Wie höre ich die Stimme des Herrn? Wie gehe ich damit weiter persönlich? Es wird ein Lobpreisseminar geben von Daniel Gleichmann, der mit seiner Frau Elke und ein paar Freunden unser Lobpreisteam gestaltet. Dazu kommt die Wide Open Band aus Stadthagen. Wir freuen uns sehr darüber. Wir werden geniale Zeiten im Lobpreis haben. Und ja, Sigrid und ich werden lehren über die Dinge, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat. Weil wir wirklich glauben, dass etwas Neues, völlig Neues, gerade in dieser Zeit, gerade in diesem interessanten Zeitfenster, in dem wir uns befinden, auf uns zukommt. Echte Veränderung, ein wirkliches Offenbarwerden des Reiches Gottes. Es ist am 6. November, beginnt es am Freitagabend, dann den ganzen Samstag, da werden auch die Workshops sein und dann am Sonntag ein schöner, großer Abschlussgottesdienst. Wir möchte ich herzlich dazu einladen. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt Hotelzimmer und Unterkünfte in allen Preiskategorien. An dem Ort, wo die Veranstaltung ist, das ist eine Arena, die gehört zu dem Göbel-Hotel. Dort oben haben wir ein Kontingent von Zimmern reservieren lassen, was man etwas vergünstigt bekommen kann, wenn das für dich passt. Melde dich an. Es ist gut, wenn du dich frühzeitig bei uns anmeldest, einfach damit wir planen können, je nachdem wie viele Menschen kommen, dass wir die Stühle stellen können, die Anlage darauf ausrichten können und so weiter. Das ist sehr wichtig für uns. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du, deine Freunde, Leute aus deinem Hauskreis, deine Familie oder wer auch immer mit dir mitkommen wird, einfach zu der Veranstaltung kommen. Wir erwarten eine wirklich geniale Zeit in der Gegenwart des Herrn. Erfrischung, ein Fluss von prophetischer Kraft und genau, wir erwarten, Gott hat mehr für uns alle.